möchte Ihnen beide was vorstellen. Die rote Ecke. 31 Jahre alt, 1,92 Meter groß, 98,5 Kilogramm schwer und Profi seit Dezember 2002. Seine Rekord als Profi, 25 Kämpfe, 16 Siege, davon 13 durch K.O. und 2 Unentschieden. In seiner Ecke sein Trainer Gotthard Hinterecker aus Kenia, King Kong, Raymond Oche. Die blaue Ecke, 34 Jahre alt, 2,02 Meter groß, 115,6 Kilogramm schwer und Profi seit Oktober 1993. Sein Rekord als Profi, 44 Kämpfe, 37 Siege, davon 21 durch K.O. ein Unentschieden. Seine bisherigen Titel, Deutscher Meister und internationaler Deutscher Meister, IBF und WBO Intercontinental Champion. In seiner Ecke der Commander Uwe Schuster mit seinem Team aus Polleben, SES Bockstall, Timo Hoffmann. Reg und Punktrichter dieses Kampfes Oliver Brien, Punktrichter Klaus Giesel und Jürgen Langos. Gentlemen, fight off the rules, attention my commands, all the time, touch gloves, good luck. So, kurze Sache hier von Oliver Brien, dem Ringrichter. Ja, und der King Kong sieht doch ein bisschen mager aus neben der deutschen Eiche, das haben wir gerade eben gesehen. Hat auch schon Bauchschmerzen heute Nachmittag gehabt. Der gute Raymond Ocheng musste der Arzt konsultiert werden, aber es kann gehen. Vielleicht war es auch nur ein Rummeln, etwas Aufregung vor diesem Kampf. Erste Runde. Schmucke Strümpfe dabei, Timo Hoffmann. Ja, gleich gute Arbeit hier mit seiner wuchtigen linken Führungshand. Wird schwer für Ocheng da durchzukommen. Timo Hoffmann gehört sicherlich zu den meist unterschätzten deutschen Schwergewichtlern. Hat viele große Kämpfe gegen große Namen bestritten und gegen schwächere Gegner hat er eben auch allzu oft schwach ausgesehen und das will er ändern. Er weiß, viele Chancen kommen nicht mehr. Schöne Rechte jetzt hier von Ocheng zum Kopf von Hoffmann. Oh, da kommt er nochmal durch. Na, muss er aufpassen. Wir wissen ja, dass Hoffmann einiges, sogar vieles vertragen kann, aber direkt hier in der Anfangsphase, da sollte er seine Deckung noch geschlossen halten und nicht hier Raymond Ocheng stark machen. Cheng versucht es da mit einer geschlossenen Deckung. Haben natürlich auch ein Gewinnspiel dabei. Was ganz Besonderes, jeder Anrufer gewinnt garantiert. Sichern Sie sich jetzt Ihren 5-Sterne-Hotel-Gutschein für einen Urlaub an der türkischen Riviera. Jeder kommt durch, jeder gewinnt einen Hotelgutschein. Einfach anrufen unter 01379 991120. Recht beweglich. Raymond Ocheng aus der Ruhe wieder die Rechte. Also da geht Hoffmann doch sehr sträflich mit seiner Deckungsarbeit um, lässt seine Linke immer wieder hängen. Gut, fast ein Jahr Pause. Die stecken ihm den Knochen. Da muss man halt wieder geschmeidig werden. Da muss man wieder in den Rhythmus kommen. Da muss man das Distanzgefühl zum Gegner wiederfinden. Durchgekommen mehr von Hoffmann, aber sofort bissig geht er nach vorne. Ocheng. Gute erste Runde für den Mann aus Kenia. Gute erste Runde für King Kong.
Meine Herr. Ja, ist okay, dann bist du nicht ganz so weg. So, in der Ecke sehen wir den Trainer von Timo Hoffmann, Uwe Schuster, The Commander wird er genannt. Hier nochmal Zeitlupen aus dieser ersten Runde. Das ist ein unorthodoxer Mann, Ochieng. Deshalb ist immer Vorsicht angemahnt. Schuster sagte Hoffmann nochmal, du, deine Führungshand, die kommt gut, aber du darfst sie nicht hängen lassen, auch die rechte nicht. Du lädst ihn da zu guten Aktionen ein. Ja, sehr gut, jetzt die linke zweimal zum Kopf. Auf diese Link muss er den Kampf aufbauen. Soll vermeiden, dass Ocheng hier in den Nahkampf kommt. Ja, ganz trocken abgefangen, wieder zweimal mit links. Ocheng wartet wieder auf seine Chance hier. Ah, da greift er wieder überfallartig an. Hoffmann verschanzt sich da hinter der Doppeldeckung. Sieht zwar nicht gerade elegant aus, ist aber nutzbringend. Ching ist seit 2002 Profi. Voll wieder die Rechte, voll durchgekommen zum Kopf von Timo Hoffmann. Wenn der nicht so viel einstecken könnte, der ist hier schon eng geworden. Das macht er gut, blitzschnell zieht er dann die Rechte ab. Cross über die linke geschlagen, wenn die da ein bisschen runterhängt. Ja, und Hoffmann wieder nach recht gutem Beginn hier in dieser zweiten Runde etwas ratlos. So richtig kommt er mit diesem Ocheng noch nicht zurecht. Die linke ist gut. Der Rest verbesserungsfähig. Hier, Klasse jetzt mal wieder. Da muss er nachsetzen. Box. Ja, Ocheng versucht hier sofort immer in den Clinch zu gehen, wenn eine Aktion beendet ist, um Hoffmann da keine Chance zu geben, nochmal nachzusetzen.